Hey Leute, das Secret Exit habe ich ja, versprochen zu lösen für heute. Ich habe extra Tails genommen, weil Tails fliegen kann und so. Und Tails in diese Sonic-Welt reinpasst, keine Ahnung. Ja, es ist ein, ich hoffe, ich habe es auch jetzt richtig verstanden, aber ein doch sehr kompliziertes Secret Exit. Also, wow, wirklich hochkomplex. Ich würde eigentlich gerne nur vorankommen. Ich weiß nicht, ob ich dafür an The Pass will. Ich will eigentlich nur hier durch. Ohne großen Schnickschnack. Aber wir sind immer nur... Ah, hier komme ich geheimerweise doch durch. So, also es ist doch komplizierter, als man denkt vielleicht. Nein, ich habe schon gedacht, es ist kompliziert. Es geht, glaube ich, hier rum. Nee, oder? Um sowas hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich ja doch mal in die Vergangenheit zurück. Scheiße. Ich jetzt einen Treffer erlitten habe, war echt unnötig. War das hier? Ne, es war im nächsten Bereich, oder? Ne, es war... Ich weiß es nicht mehr. Moment, was ist das? Das ist die Future. Ich will, glaube ich, in die Vergangenheit. Wenn ich nicht falsch liege. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auch so... Ich komme das durcheinander, weil das Level so riesengroß ist. Ich glaube, ich habe nur die Kernstruktur verstanden von dem, was ich hier tun muss. Es hatte, glaube ich, mit diesem Ding da zu tun, was da gerade war. Komme ich da hoch? Ja. So, gucken wir mal jetzt. Also... Mit ich habe das Secret Exit, habe ich nicht gemeint, ich habe das Secret Exit. Das heißt nur, ich könnte vielleicht eine Ahnung haben, aber das ist noch nicht so genau bestätigt. Okay. Cool. Hat der auch schon so die Musik gehabt? Ist das ein Checkpoint? Das sollte, glaube ich, mal einer sein. Aber jetzt bin ich, glaube ich, an dem Ding vorbei. Ich komme ja auch nirgendwo mehr hoch. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch schon ein Part aufgenommen, wo ich eigentlich nur gesucht habe nach dem Secret Exit jetzt. Ja, etwa eine Viertelstunde und auf gar kein Ergebnis gekommen bin. Also habe ich das dann einfach unterbrochen. Das Ding, guck mal, seht ihr, das ist so elektrisch geladen. Muss ich das nicht... Ich glaube, ich muss das kaputt machen. Ich weiß es aber nicht. Erstmal muss ich ihn hier kaputt machen. Ob mir das was gebracht hat jetzt, das kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ist das die Lösung? Muss ich jetzt mal gucken. Also ich habe das jetzt zerstört. Ich hoffe, das hat irgendeine Relevanz in irgendeiner Form. Wäre doof, wenn nicht. Ich muss ja irgendwie wieder raus, weil ich glaube... Also ich habe das jetzt hier zerstört. Ich weiß nicht mal, was das genau darstellen soll, aber... Ich glaube, man muss es zerstören. Vielleicht. Und dann... In die Vergangenheit... Ne, wir sind ja schon in der Vergangenheit. Dann in die Zukunft zurück. Die war doch hier, die Zukunft, ja. So, hier tut sich aber nichts, oder? Oh, ich habe einen Checkpoint, aber ich bin nicht. Vielleicht nochmal in die Zukunft. Ich glaube schon. Guck mal, das sieht jetzt ganz anders aus hier. Ich glaube, das war der Trick. Hoffe ich. Weil das ist eine ganz... Es ist jetzt... Ach, wisst ihr, was das ist? Es gibt Bad Future and Good Future. In diesem... In Sonic CD. Oh, ich dachte, ich sterbe schon. Gut, weil in dem echten Sonic-Spiel wäre ich jetzt gestorben wegen Einquetschen. Hier zum Glück nicht. So, es gibt eine gute Zukunft und eine schlechte Zukunft. Wahrscheinlich, weil ich in der Vergangenheit das zerstört habe. Habe ich dafür jetzt... Mist. Für eine gute Zukunft gesorgt. Glaube ich jedenfalls, dass das so ist. Und das könnte doch... Kann ich ja nicht irgendwo stehen. Mist. Zumindest ist das Level jetzt anders. Ob jetzt hier ein Secret Exit vielleicht ist? Weiß ich nicht. Sieht doch alles exakt wie vorher aus. Hat das überhaupt irgendeine Relevanz dann? Wir gehen nochmal zurück in die Zukunft. Wenn die Zukunft wieder gut ist, dann wird es irgendwas getan haben. Nein, es ist wieder Bad Future. Dann ist hier gar kein Unterschied. Scheiße. Aber ihr habt den Kern verstanden, glaube ich. Vielleicht gibt es das hier nochmal oder so. Okay, jetzt habe ich, ja, Checkpoint erreicht. Warte, wir gehen nochmal in die Vergangenheit und versuchen nochmal so ein Ding zu finden. Vielleicht gibt es ja noch eins. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich habe nur das hier irgendwie jetzt im Kopf, dass wir die Zukunft verändern können vielleicht, indem wir noch so ein Ding finden. So, und das werde ich jetzt suchen.
Ach, hier sind ja diese Dinge. Oh, scheiße. Okay, das wird, glaube ich, eine lange Mission hier. Weil mein Fliegen, also meine Flugleiste, erholt sich gar nicht mehr, weil ich die ganze Zeit in der Luft bin. Wow. Nö, ich will nicht runter. So, ich würde sagen, ich suche jetzt einfach diese Vergangenheit hier ab. Nach irgendwelchen Sachen. Wie kann ich den eigentlich töten? Mit Zero könnte ich den im letzten Part töten. Hier kann man ja stehen, das wusste ich gar nicht. Okay. Das ist ein Leben irgendwie. Oder vielleicht ist das Secret Exit ja im ersten Bereich. Das kann auch sein. Das ist das Problem. Ich weiß es echt nicht, weil das Level so verschissen groß ist. Da komme ich nur in die Zukunft rein. Na schön, gehen wir in die Zukunft. Ich kann mich sogar auch an die Stelle von letztem Mal erinnern, weil man da mega am Feststecken war. Aber sei es drum. Gehen wir nochmal in Future. Vielleicht kommen wir ja dann weiter und dann nochmal in die Vergangenheit zurück oder so. Ich weiß es nicht. Aber gehen wir erstmal hier entlang. Das ist jetzt die schlechte Zukunft. Aber wir haben es ja eben geschafft, in eine bessere Welt zu verwandeln, so gesehen. Wenn ich das jetzt entweder nochmal hinkriege, durch irgendwas, da komme ich ja tatsächlich zurück in die Vergangenheit. Aber ich glaube, dann komme ich nicht weiter. Wir gehen erstmal so weiter. Und dann mal gucken. Ich will dahin, das Geld. Geil. So, ich werde nicht zu weit, weil sonst komme ich ja zum Boss. Den haben wir ja schon bekämpft. Boah, dieses Schneckenviech, das stört da massiv. Weg mit dir. Okay. Will ich da hoch vielleicht? Aber ich komme da gar nicht hoch. Boah, ich werde so auseinandergenommen. Wow, was war das für ein Space-Effekt? Past? Okay. Ich würde gerne in die Vergangenheit, aber der Typ blockiert mir den Weg in die Vergangenheit. Okay, wir haben... Hey, wir haben ihn getötet, wie geil. Aber... Past. Und nochmal. So, wir versuchen jetzt nochmal hier irgendwas zu finden. In dieser Vergangenheit. Achso, jetzt ist das Ding Future genommen. Das will ich aber nicht. Und dann ist Go. Ne, das will ich aber nicht. Ich muss waschen. Also ich glaube nicht. Bleiben mal hier. Suchen mal. Das Ende. Ich komme auch nicht hier hoch. Also nicht wie in einem echten Sonic-Spiel. Okay. Ah. Okay. Also ich glaube, das ist echt das brutalste Secret Exit. Zumindest in diesem, von diesem Spiel hier. Ich weiß nicht, ob von allen Mario-Spielen, Mario Hacks, auch eingeschlossen. Auch. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber auf jeden Fall Mushroom Kingdom Fusions brutalste Secret Exit. Und das, na, wobei ich kann erst richtig drüber urteilen, auch noch wenn ich es auch tatsächlich gefunden habe. So, bin ich hier? Ne, warte, wir gehen erstmal unten lang. Ah, hier hin. War ich hier schon überhaupt schon? Hm, da bin ich... Ja, da toll, da war ich auch gerade. Oh Gott, bin ich durcheinander. Ne, da geht's ja nicht weiter. Es sei denn in den Wänden irgendwie, aber... Ich weiß es nicht. Könnte sein, ich hoffe nicht. Gehen wir mal runter hier. Und da dann wieder hoch. Reicht das? Okay, gerade noch so, ja. Da geht's auch wieder in die Zukunft zurück. Zurück in die Zukunft. Da oben. Das wieder mal, Mr. Schnecke. Das ist nix.
Da, yes. Zerstören. Das hat, glaube ich, irgendwas bewirkt. So, jetzt versuche ich wieder in die Zukunft zurückzukommen. Hab sogar das Leben. Das ist doch super. Okay, da geht's in die Zukunft. Future. So, wenn jetzt eine gute Zukunft kommt, dann wird doch wohl irgendwas irgendwo anders sein. Aber hier komme ich nicht weiter, weil ich muss den Boden berühren und der berührt nicht den Boden hier. Ich muss noch einen weiter in die Zukunft kommen, um auch überhaupt zu überprüfen, ob das auch geklappt hat, so an sich, die Sache. Oh, hier kriege ich Unbesiegbarkeit. Wieder mal. Ja, dann stören die mich mal kurz. Nein, ich will nicht in die Pest zurück. Ach, scheiße, da wollte ich echt nicht hin gerade. Wow. Scheiße, ich bin wieder genau am Arsch wie eben. Okay. Und alle Gegner respawnen ja wieder. Das ist ja das Lustige. So, warte, hier. Genau, hier war... Ne, war ich hier? Ja, genau, hier. Und dann kann ich ja nicht mehr hier nochmal in der Future rein. Ne. Aber diesmal gehe ich in die Richtung. Oder war ich hier eben auch schon? Ich habe mich... Ich habe so gar keine... Orientierung. Ne, anscheinend... Doch, ich habe es geschafft. Wieder in die Future zurück. Okay, komm. Jetzt alles. Okay, es ist eine andere Welt. Ist doch gut. Eine andere Zukunft. Eine bessere Zukunft. Ich höre mich schon an, als würde ich jetzt Präsident werden wollen oder so, aber... Jetzt müssen wir nur gucken. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung ich tatsächlich auch noch muss. Anscheinend schaffe ich es von hier aus nicht. Nach links. Rüber. Das, was zu bedeuten hat. Jetzt versuche ich es rechts erstmal. Oh, jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Scheiße. Nicht in der Pest. Gut. Aber hier komme ich nicht weiter. Okay, vorsichtig. Nicht außer in da reinrennen jetzt. Ich komme nur hier gar nicht mehr weiter, grad, weil. Was soll ich denn jetzt hier weiter? Vielleicht, wenn ich fliegen könnte, könnte ich wieder da hoch. Ah, jetzt geht's. Kommt meine Fähigkeit langsam wieder zurück. Ja. Da war ich ja gerade. Hier hoch vielleicht. Mist, schaffe ich es jetzt nicht mehr da hoch. Doch, mit Fliegen schon. Okay. Ja, haben wir wieder Dinge zum Zerstören. Ich weiß nicht, ob ich dann oben lang muss oder so. Ich habe echt gar keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Das Goal. Ich hoffe... Warte mal, bevor ich da reingehe, gucke ich noch weiter, bevor sich da am Ende da nichts geändert hat. Weil, guck mal, eben bin ich ja auch, habe ich ja auch die Zukunft geändert und bin ich einen, also da bin ich eine Stelle dann weitergegangen, da war wieder alles wie vorher. Also habe ich Angst, dass es jetzt wieder so ist. Also will ich noch einmal zumindest oben gucken, was da so abgeht. Auch nur Goal. Gut, ich gehe rein. Das ist gut, es bleibt so. Es bleibt so, das ist gut. Und das Robotnik. Ich hoffe, das wird irgendwas mit Secret Exit dann zu tun haben. Warte mal, ich will aber schon irgendwie das Geld. Die Ränge meine ich halt, ne? Als Tails. Ich hoffe, das wird irgendeinen Unterschied machen, weil den Kampf werden wir jetzt anscheinend nochmal machen, wie im letzten Part. Ich hoffe, der Checkpoint zählt dann auch, wenn ich hier sterben sollte. Also, dass der so wie vorher der ist. Also, dass er wie jetzt ist, ne? Nicht wie die böse Zukunft. Steht hier irgendwas anderes jetzt? Ey. Auf damit! Oh Mann, komm schon, lass mich auf den Boden zurück. Ja, da steht das gleiche wie letztes Mal. Jetzt habe ich nur leider schon mal mein einen Schild schon verkackt. Okay. Und wir machen den Fight nochmal. Nur als Tails diesmal. Ob das einen Unterschied macht? Im Gegensatz zu Zero im letzten Part. Okay, ich muss das hier berühren. Genau, oder? Dreimal, oder? War das. Ja, das sieht mir eigentlich noch dreimal aus. Ah, scheiße. Oh, jetzt. Warte, ein Ring. Gib mir wenigstens einen Ring zurück. Scheiße.
Dann gib mir das zurück. Nein, 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 nein. Okay, ich habe das zumindest. Aber meine Ringe sind alle weg. Da unten ist noch ein Ring, wenn. Oder warte, das mach mal. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nicht unten mir auch einen Ring holen, aber... Scheiße. Oh Gott, da ist ein Ring. Ja. Boah, wie ich da direkt immer in die Stacheln reingetragen werde. Das könnte ein fieser Kampf werden, den ich... Moment, wieso? Ist der wieder zu? Ich habe doch dreimal gemacht. Ich habe das doch dreimal gemacht. Letztes Mal hat es geklappt. Ich will jetzt das Leben haben. Jetzt bin ich irgendwie durcheinander. Ich bin die ganze Zeit durcheinander. Vielleicht merkt ihr das ja auch, aber... Jetzt erst recht. Ich habe das so dreimal aufgemacht. Was lässt er mich denn jetzt nicht den schlagen? Hm. Da ist noch so ein Schild. Ob ich das krieg? Wahrscheinlich nicht. Das war hier unten nochmal. Okay, zumindest ein paar davon. Wow. Jetzt? Noch viermal? Auch nicht. Oder muss ich dagegen springen oder was? Vielleicht 5? Autsch. Vielleicht hat sich die Zahl ja geändert und der Boss wird damit erschwert oder so. Vielleicht 5-mal? Moment, könnte ich nicht theoretisch so oft ich will das hier machen? Oder habe ich nur Zeit, solange sich das dreht oder so? So ein ganz kurzer Zeitabschnitt. Okay, ich weiß nicht was ist, ich weiß nicht warum, aber einmal hat es geklappt jetzt. Ich habe ihn einmal getroffen zumindest, also ich krieg ihn. Vielleicht machen wir ganz schnell ein. Eins und dann schnell hoch oder so. Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist es wahrscheinlich nicht. Dann vielleicht 5-mal. Also es hat nichts mit Zeit zu tun, sondern 5-mal das machen. Aber das ist ja kein Problem an sich, weil... Hier so. Das kann ich ja ein bisschen so rauskitzeln. So, wisst ihr? So 2, 3, 4... Und beim 5. kann ich wieder hoch. So, vielleicht ist er jetzt wieder offen. Ist er tatsächlich, oder? Mach doch den... Ist er nicht? Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht offen ist. Scheiße. Vielleicht 7. Eben habe ich auch 7 gehabt. Wir machen 7 draus. 6. 7. Scheiße, wieso ist er jetzt... Ich verstehe das Kriterium diesmal nicht. Ups, okay, ich wollte eigentlich diesmal nicht direkt wieder hoch. Jetzt, okay, 8 vielleicht? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich das irgendwie 8-mal gemacht. Verstehe ich nicht. 1, 2, wir machen jetzt einfach mal 10, großzügig, komm. 3, 4, 5. Autsch. 8, 9, okay. Und jetzt den 10. Mal hauen wir uns hoch. Nummer 10. Wir haben es jetzt einfach 10-mal aktiviert. Nein! Ah, oh, scheiße, es ist zeitbegrenzt. Es ist zeitbegrenzt, oder? Würde ich sagen. Ich habe gerade gesehen, wie es zugegangen ist, das Tor. Es ist zeitbegrenzt. Okay, komm, wir hauen jetzt rein. Scheiße. Okay, komm, wir hauen jetzt mal von vorne rein. Es muss auf die Sekunde perfekt laufen. Schneller. Nein, schneller. Ah, fuck. Bestimmt war ich zu langsam, weil ein Sprung nicht perfekt geglückt ist. Es hat was mit Zeit zu tun. Locker diesmal. Also, beim letzten Mal nicht. So, alles muss perfekt sitzen. Das... Schon verkackt wahrscheinlich, aber... Ah, wahrscheinlich 100 pro verkackt. Okay, komm nochmal. Ah. Diese Dinger fliegen auch perfekt auf mich drauf immer. Nein, was? Was? Was ist... Was mache ich falsch? Es ist kurz auf gewesen eben. Ich hab's gesehen. Müssen wir jetzt nochmal 10 machen oder was? Ich verstehe das einfach nicht. Oh, mein Fliegen ist weg. Shit. Okay, ich warte mal, bis mein Fliegen zurückkommt. Oder ich
nutze die Zeit und gehe einfach einmal komplett ohne Fliegen hoch. Ja, gut. Nee, ist zu. Ich weiß nicht warum, aber es ist zu. Es ist leider Gottes zu. Und ich weiß nicht, wieso es zu ist. Muss ich das 10-mal drücken, damit er für eine kurze Zeit aufgeht? Jetzt geht mir auch die Zeit aus. Guck mal, es kann auch nicht schlimmer laufen. Es ist verdammt nochmal zu. Warum ist das zu? Mach auf, du Kackding, Alter. Auf. Okay, komm, jetzt noch 3, 2, 3. Oh! Okay, abbringe. Abbringe! Lass mich. Also wenn ich das auf Zeit versuche, dann wird es echt noch viel schlimmer. Aber es ist zu. Ich habe noch 30 Sekunden. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Liebe Kinder. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Ah. Komm, mach dich doch dran. Nein, es ist hoffnungslos verloren. Scheiße. Ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht wieso. Das ist das. Scheiß Ding. Oh, ich hätte den schon längst besiegen können, aber habe ich nicht. Ja, versuche ich mir das mal. Jetzt muss ich ohne Schilder hier durch. Wird auch lustig. Ich check diesen Boss einfach nicht. Boah, nicht wieder das gleiche wie eben. Ich will einmal das aktivieren, bitte, und dann gehen. Trifft den Spinner in der Mitte, um eine der Lichter anzumachen. Wenn alle drei an sind, dann wird er verwundbar. Ich verstehe das nicht ganz. Gibt es mehr als einen jetzt, oder was? War das beim letzten Mal auch schon irgendwie so? Boah, ich werde echt fertig gemacht. Okay, er ist eh nicht verwundbar da oben gerade. So, wir haben 800 Sekunden diesmal Zeit, da diese Nummer zu machen. Aber es war auch mal ganz kurz auf. Das ist das, worauf es mir ankommt. Ich hätte es auch beinahe geschafft. Ist echt in der letzten Sekunde wieder zugegangen. So, was für drei Lichter gibt es hier alle? Der springt hier nicht korrekt. Der, guck, ich will hier springen, aber der springt hier irgendwie nicht. Springen. Ah, Moment. Ich glaube, jetzt check ich das. Jetzt muss er doch auf sein. Ja, ist auf. Scheiße, entweder es liegt an mir die ganze Zeit oder irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Es sind drei Lichter. Seht ihr die? Tatsächlich. Ich mache eins. Ist mir nie aufgefallen. Zwei. Und der dritte immer. Und wenn ich eins zu viel mache, ist er wahrscheinlich wieder zu, oder was? Geh wieder. Ah, geh da rein. Yes. Oh fuck, wenn es echt die ganze Zeit so einfach war, dann schäme ich mich gerade ein bisschen. Drei Lichter. Also immer drei. Und wenn ich wahrscheinlich einen zu viel mache, dann verkacke ich es wieder oder so. Das heißt, meine 8-mal, 10-mal machen, das hat echt. Fuck, wir haben ihn besiegt. Ich wünsche, ich hätte ihn nicht besiegt, weil. Und Secret Exit. Okay, das freue ich mich schon drüber. Ah, aber ich kann mir gerade den Kopf schütteln. Das war so einfach. Das war so kacke einfach und ich habe es einfach nicht gesehen. Journey to Funkotron. Noch ein Level mit Secret Exit. Ist ja fantastisch. Im nächsten Part dann. Warte, wer soll den Charakter wechseln? Wer ist mit. Wie können wir denn spielen da? Wario? Wario hat mal lange nicht mehr. Jetzt spielen wir Wario. Wow. Ja, wir haben es. Wir haben echt eins der kompliziertesten Secret Exits aller Zeiten gelöst. Und das ist allein schon eine Freude wert. Naja, ich danke euch fürs Zusehen. Und meinen ganzen Rage. Warte, wir nehmen das noch fürs nächste Mal. Aber nächstes Mal geht's mit einem anderen Level weiter. Bis dann.